Autohai Force Win. Und heute sind wir in Spanien unterwegs. Cupra hat uns die Möglichkeit gegeben, einmal in diesem Rennwagen mitzufahren. Cupra engagiert sich ja als elektrische Marke in der Extreme E-Rally. Das ist eine neue, wie man sieht, Offroad-Geländedisziplin, wo Männlein und Weiblein zusammenfahren in einem Team und halt mit Elektroautos durch die Gegend ballern. Ne? Ja, was soll das? Macht ja auch keinen Spaß mit Elektro. Ne? Was wollt ihr denn? Das Ding ist 4,40 Meter lang, hat einen Radstand von 3 Metern und ist stolze 2,30 Meter breit. Er hat gar nicht so viel Power. Ne? Man sagt so 544 PS, beziehungsweise richtig ausgedrückt 400 kW Leistung. Und hinter den Sitzen befindet sich ein 54 Kilowattstunden Akku. Von 0 auf 100 geht es in unter 5 Sekunden. Aber imposanter ist sicherlich, wie das Ding hier durchs Gelände gehen kann. Und weil mir bei solchen Sachen immer richtig geil schlecht wird, nehme ich jetzt einfach den Alex, lass ihn da mal einsteigen und mitfahren und für euch ein paar Eindrücke zusammenfassen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was das ist. Ich fahre jetzt mit Jutta Kleinschmidt Extreme E. Sehr, sehr interessante Rennserie. Und ich darf jetzt mitfahren. Bin sehr gespannt, was das wird. Läuft. Hi. Hi. Alex. War gar nicht so schlecht. Ja, war okay, oder? Ja, ja. Hat mir keiner zugetraut. Ja, jetzt passt aber der Gurt nicht. Hi. Alles gut? Alles gut. Fertig. Okay, dann legen wir los. Ja. Unfassbar, wie man trotz Schotter so spät bremsen kann. Ziemlich cool. Also ich finde es unfassbar, wie spät du auf der Bremse bist, auf dem Schotter. Das finde ich, das ist Wahnsinn. Ja, es bremst ganz gut, gell? Ja, also wirklich. Super, vielen Dank. Also da hinten seht ihr noch, da fährt die Jutta Kleinschmidt. Da bin ich eben mitgefahren, hatte super viel Spaß. Elektromobilität im Motorsport wird uns jetzt immer weiter begleiten. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Alex.